Frau Lehmann, ich melde, die Klasse 3b ist vollzählig zum Unterricht bereit. Danke, Heike. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit! Immer bereit. Setzt euch. Genauso wie Jungs. Na los. Eine Leipziger Schule im Jahr 1985. Erste Stunde in der Klasse 3b bei Frau Lehmann. Die Kinder tragen das blaue Halstuch der Jungpioniere der DDR-Kinderorganisation. Fehlt nur noch die entsprechende Fahne. Komm, wir rollen das auf. Jetzt werdet ihr alle staunen. Na? Ist die nicht toll, unsere Fahne? So, jetzt hängen wir die einfach hier drüber. Lass mal. So, die bleibt jetzt hier hängen. Dann können wir bis zum Schluss der Stunde uns die schöne Fahne anschauen. Schön. In Wahrheit ist es ein Tag im Dezember 2011 im Leipziger Schulmuseum. Die Schüler sind etwa 16 Jahre alt und kommen aus Dresden und Frankreich. Sie sollen sich in der nachgestellten Stunde ein Bild vom Schulalltag im Arbeiter- und Bauernparadies machen. Frau Lehmann, die Lehrerin, heißt in Wirklichkeit Elke Urban. Als junge Frau war sie selbst Lehrkraft in der DDR, beendete aber früh ihre Schullaufbahn zugunsten ihrer Familie und engagierte sich später als Bürgerrechtlerin. Da fällt es besonders schwer, dann zu sagen, ja, also stimmt, wir haben gelogen, wir haben auch die Kinder belogen und wir haben selber gelogen, um gute Zensuren zu bekommen. Das kriegt man ja nicht so einfach über die Lippen. Und das vor Kindern auch zuzugeben. Ich sage das, ich gebe das zu und ich schäme mich dafür. Heute schlüpft sie regelmäßig in eine Original-Dederon-Bluse und damit in die Rolle der systemtreuen Frau Lehmann, die ihre Schüler indoktriniert. Inklusive Feindschaft zur BRD und Ablehnung der westlichen Kultur im Allgemeinen. Wo kommt das her? Wo hast du das her, Silvia? Steh auf! Das gehört nicht mir. Wer hat das unter die Bank gelegt? Christian. Kannst du uns erklären, wo du das her hast? Das kommt aus dem Westen und ist ein Beispiel dafür, was im Westen besser ist als bei uns. Das ist ja wohl das Letzte, Christian. In ihren Lehrstunden übernimmt immer ein Schüler die Rolle des unangepassten Nicht-Pioniers. Wegen seiner Weigerung, der Kinderorganisation beizutreten, schikaniert ihn Frau Lehmann systematisch. Anschauungsunterricht über die Mechanismen der Diktatur, Gruppendynamik und den Umgang mit Außenseitern. Du könntest mal später studieren. Du hast gute Zensuren. Und ich würde dir auch gerne helfen dabei. Aber da wird nichts draus. Wenn du kein Pionier bist, dann kann das nicht was werden. Das ist richtig schade um dich. Hm? Überleg's dir nochmal. Wenn du deine Meinung geändert hast, kommst du sofort zu mir. Versprochen? Nein. Kannst dich setzen. In Alltagssituationen ist es ähnlich. Wenn gemobbt wird in der Klasse, hat man ähnliche Situationen, dass nur Einzelne vielleicht den Mut finden und zu sagen, nee, das finde ich jetzt unfair, da mache ich jetzt nicht mit. Das wünsche ich mir natürlich, dass man auch aus dieser Stunde so eine Erkenntnis mitnimmt, beim nächsten Mal warte ich nicht so lange, bis die Stunde vorbei ist, sondern dann sage ich sofort, was ich denke. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das klappt. Nach der Stunde folgt die Aufbereitung. Elke Urban legt Wert auf eine Einordnung des fiktiven Unterrichts. Die Schüler sind beeindruckt vom gerade Erlebten. Ich konnte das gar nicht. Ich fand das so zum Kommen. Gegen irgendwas anzukommen, wo man alleine steht und nicht sicher ist, ob andere einem da helfen würden, das ist schon schwierig. Ja. Ich hätte mir natürlich vorgestellt, dass man ein bisschen mehr rebellieren kann. Ich bin sonst auch im normalen Unterricht nicht jemand, der sich einfach immer hingibt. Auch wenn irgendwelche Lehrer die Versuchung haben, ein bisschen autoritärer zu sein, sondern sich so ein bisschen manchmal auch aus Prinzip dagegen sträubt. Aber hier ist es mir wirklich schwer gefallen. Ich habe halt schon viel von meinen Eltern so gehört, wie es war, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil man praktisch drin ist. Alles vergessen? Es ist ein Experiment nach dem Vorbild einer realen Vergangenheit. Dafür wird Urban teilweise heftig kritisiert, meist von Ex-Kollegen und DDR-Nostalgikern mit verklärtem Blick auf die Geschichte. Wer war Ernst Thielmann? Was wissen wir über ihn? Es gibt verschiedene Waffen, das musst du noch lernen. Es gibt Waffen, die greifen an und es gibt Waffen, die verteidigen. Unsere Waffen können... Du bist jetzt still, ich rede jetzt. Ja? Christian, du hältst jetzt den Mund. Das Experiment erinnert ein wenig an den aufsehenerregenden Schülerversuch Die Welle des US-Geschichtslehrers Ben Ross. Ähnlich wie einst für Ross ist die Rolle der allmächtigen Lehrerin für Elke Urban immer wieder auch ein Selbstversuch. Natürlich beobachte ich mich dabei, dass ich so viel Macht plötzlich habe und die gebe ich ja dann sofort wieder ab. Das ist immer eine Gefahr. Ja. Und ich bin aber zum Glück nicht so ein Typ. Also ich war auch früher als Lehrerin nicht so ein Typ. Ich wollte nie Macht haben. Ja, Frank, bevor du dich hinsetzt, möchten wir gerne... DDR-Unterricht wie vor gut 25 Jahren.
Für die Schüler ein eindrucksvolles Erlebnis. Lass die jungen Herzen blühen, seid bereit, ihr Pioniere, wie ein Zellmann, treu und kühn.